Hallo Leute, draußen ist der einsame Wanderer. Ich melde mich zurück mit einem Artikel, der ein bisschen schockierend ist, der aber genau das ist, was ich immer gesagt habe und bestätigt, was ich gesagt habe und auch andere Kritiker. Und ich bin noch nicht sicher, ob es auf YouTube schafft, aber ich werde mich natürlich bemühen, auf jeden Fall keine medizinischen Fehlinformationen zu geben. Natürlich nicht. Aber ich werde über Diskriminierung reden. So. Der Artikel sagt, Ungeimpfte dürfen beim Klinikum Ludwigshafen keine Führungsaufgaben übernehmen. 22.06. ist auf SWR aktuell zu finden. Die Geschäftsführung im Klinikum Ludwigshafen droht nach Angaben des Betriebsrates mit arbeitsrechtlichen Maßnahmen, wenn Angestellte sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchten. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi wollen dagegen vorgehen. Ich muss sagen, Prost, das überrascht mich. Normalerweise ist der Betriebsrat immer streng auf politischer Linie, dass der Betriebsrat hier dagegen vorgeht. Finde ich erstaunlich, aber natürlich alle ehrenwert. Laut Betriebsrat hat das Krankenhaus bereits jetzt den Betriebsrat darüber informiert, drei Beschäftigten die Kündigung während der Probezeit auszusprechen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Die Stellen